Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von RuneScape. Ja, der Sonntag kommt immer näher und am Sonntag bin ich auf der Welt 122, auf der freien Welt, und dort könnt ihr dann kommen ab 3 Uhr bis ganz in die späte Nacht eventuell. Ich werde einfach dort ein bisschen warten und vielleicht spreche ich mich dann ja jemand an, wer will. Aber natürlich werde ich das. Also ich werde natürlich sehr froh, wenn jemand kommt. Und ich gebe ja auch Geschenke aus und so weiter. Also am Anfang wird es natürlich noch nicht viel geben. Aber es wird natürlich auch wachsen durch euch und nicht durch mich, durch euch. Und ja, da können wir dann sehr schön ein bisschen reden, quatschen, ein paar Spielchen machen und so weiter. So, dann gehen wir mal mit ihr reden. Ansprechen, Jacqueline Todd. Das ist eine Anspielung auf Tod wahrscheinlich. Reden wir über Monster und wie man sie besiegt. Ich möchte Ihnen gern etwas über die Fertigkeit Berserker beibringen. Trolle sind ja eine Sache, aber draußen in der Welt gibt es sehr viel seltsamere Monster. Berserker suchen nach ihnen und merzen sie aus. Interessiert sie das? Ich brauche Dinge, um Berserker zu trainieren. Ich möchte Berserker trainieren. Vor einem Berserkermeister können sie einen Auftrag erhalten. Wenn sie den Auftrag abschließen, verbessert sich ihre Fertigkeit. Je besser sie werden, desto schwierigere Aufträge können sie erledigen. Aha. Dann nehmen wir doch die mal an. Fischen und Holzfällerei. Machen wir zuerst Holzfällerei, das ist nämlich hier daneben. Sonst wird das immer wieder weitergehen. Aber wir machen sofort danach Berserker. Wir haben ja gesetzt. Aber ich sehe es nicht. Das ist das Inventar. Da war's. Hallo, ich will es setzen. Ist das Ding im Weg? Ich muss 3 Bäume fällen. Okay, sehr gut. Ist leichter als gedacht. So. Ja, RuneScape macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und es wird natürlich immer wieder besser. Und ja. Ihr dürft wählen, welche Fertigkeit ich trainieren soll und so weiter, aber ich habe einfach mal so gemacht, dass ich Nahkampf nur während dem Berserker am Anfang trainiere, damit Nahkampf nicht zu hoch wird, weil ich will ja einen Berserker als erstes auf Level 100 haben oder 120 oder wie viel das Max ist. So, jetzt muss ich hier nach oben irgendwie. Wo gehst du hin? Ich wollte doch nur hier nach oben. Okay. Egal. Gehen wir mal dem Pfeil nach. Hier haben wir ein Portal. Keine Ahnung, vielleicht ins Haus. Geht das Portal. So, nicht lecken. Ah ja, genau, wir wissen ja, wo wir hin müssen. Zu dieser Frau. So, komm, nicht lecken. Ja, im RuneScape ist ein bisschen langsam beim Nachladen. Aber das ist schon gut, wenn wir nicht zu schnell rennen. Jetzt können wir sowieso nicht mehr rennen. Hier oben wird die Anzahl angezeigt. Wir haben trotzdem noch 45, aber wir sind nicht mehr gerannt. Egal. An Herausforderungen bestätigen. Ja. Gute Arbeit. Das war alles. Sehr schön, wir haben einen Stufenaufstieg geschenkt bekommen. Eine neue Herausforderung. Ja, und jetzt kommt das Fischen dran. Setzen. Dafür muss ich ja dort zum Angelplatz wahrscheinlich. Ich habe irgendwo gehört, es gibt ein Goblin-Roulette, aber ich weiß nicht, wo das ist. Das war immer hier unten, aber jetzt ist es nicht mehr hier unten. Scheinbar. Aber macht nichts. Ja, wenn wir gerade hier die Freundesliste haben, ihr könnt mich immer
zum Freund hinzufügen. Ich heiße Drago LP und mit mir quatschen oder so. Da muss ich zum Beispiel hier mal aufmachen. Das Gesamte. Ich will das Gesamte. Muss ich nur draufdrücken hier. Ja komm, ich heiße einfach Drago LP oder EP Drago. EP Drago heiße ich, glaube ich, hier. Hier zum Beispiel Salomons Latenschatzjäger. Die Hilfe brauche ich auch nicht. Zusammenfassung. Ja, ich heiße LP Drago, okay. Da habe ich zuerst falsch gesagt. Ja, hier seht ihr mich. Zum Beispiel die Abenteuer. Hier die Fertigkeiten, die ich momentan habe. Hier haben wir zum Beispiel Mystik, das ist relativ neu. Da werden wir auch mal nachschauen, was das ist. Und hier der Lockhaus, die haben wir natürlich noch nicht. Und Erfolge haben wir auch noch sehr wenig. Ja. Dann angeln wir mal Reise. Schauen wir mal kurz. Flusskrebse müssen wir angeln. So, haben wir alles gemacht. Wir haben 4 Flusskrebse bekommen. Haben wir hier irgendwo einen Händler? Wahrscheinlich ist das da vorne irgendwo ein Händler. Handeln, Hansdampf. Können wir jetzt die Sachen verkaufen? Ja. Dann verkaufen wir doch ab hier Überraschungsbelohnung. Vogelfalle. Können wir verkaufen? Die kostet, ist sowieso kostenlos. Die Fäden auch. Rohes Vogelfleisch auch. Teure Gewürze, die lasse ich drin. Die Fleischkuchen verkaufen. Die Flusskrebse verkaufen. Die Scheite, ja, verkaufen. Und jetzt schauen wir mal das Ding an. Überraschungsbelohnung öffnen. Jetzt bekomme ich ein Teakbrett. Wow. Wow. Jetzt bin ich ja positiv überrascht. Wir haben ein Teakbrett bekommen. Wow. Das ist dann aber super Belohnung. Und jetzt leckt es gerade. Ach komm. Nicht lecken. Ah, jetzt hat es sich wieder beruhigt. Und wir Herausforderung bestätigen. Ja. Gut, dann mal los. Fischen, ja. Und jetzt? Fischen? Ah, wir haben die Ding verkauft. Ja, dann fischen wir halt nochmals. Ach Gott, die muss ich ja abgeben. Das dachte ich schon. Hier ist der Saradomin 0X, also der 0X mit dem Vor, also mit dem Titel Saradomins. Also machen wir das nochmal, das ist ja easy. Reise. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und Stufenaufstieg im Fischen. Stufe 4. Haben wir etwas Neues bekommen? Nö, noch nicht. Wahrscheinlich Stufe 5 bekommen wir dann irgendwas Neues. Sodele. Ansprechen, Herausforderung bestätigen. Ja. Gut, dann mal los. Abgeschlossen, gute Arbeit. Du hast ein Trollbaby für. Okay. Und den Wegfinderstiefel, Wegfinderhandschuhe. Klick hier. Teleportieren. Dann gehen wir mal nach Taverley. Was müssen wir in Taverley machen?
Ja, jetzt sind wir hier. Okay, dann werden wir mal die anschauen, untersuchen. Ja, Wegfinderrüstung, aber wie kann man das ansehen? Ah, hier ist so einfach. Rüstung 8 benutzen. Nein, nicht so benutzen. Tragen. Tragen. Rüstzeug 5 anziehen. Trefferpunkte Bonus. Ja, ist besser. Und das Trollbaby können wir jetzt ausführen. So sieht's aus. Jetzt haben wir unser erstes Haustier. Nochmals ein Überraschungsbonus. Ein schmutziger Harlander. Ich weiß nicht, was mit denen machen soll. Ja, lagern oder so. Also, dann machen wir doch mal die Hauptquest einfach ein bisschen weiter, bis die nicht mehr nerven. Das ist doch das Schlimmste. Was macht das Trollbeam? Okay, hier, was ist hier? Ah, hier ist der Kollege wieder. Ansprechen. Was brauchst du? Fragen zu Schatten über Anstellstellen. Mir sind ein paar beunruhigende Neuigkeiten zu Ohren gekommen, Junken. Wie du bestimmt weißt, werden Vorräte regelmäßig mit der Fähre nach Anstelle gebracht. Seit einer Woche jedoch kommen die Schiffe mit der ganzen Fracht noch an Bord wieder zurück. Scheinbar ist die Insel komplett verlassen. Nicht eine einzige einsame Seele ist zu finden. Und die Matrosen sagen, dass der Ort von einer bösen Aura umgeben ist. Natürlich würde ich der Sache gerne auf den Grund gehen, aber ich bin einfach zu alt für Abenteuer. Ich brauche jemanden, der nach Eschdel reist und sich die Sache ansehen kann. Annehmen. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann, Jungchen. Wenn du bereit zur Abreise bist, geh einfach zum Dock des Schiffs. Das Schiff wird dich direkt nach Eschdel bringen. Viel Glück, Jungchen. Okay, das mache ich noch mit Nahkampfwaffen, weil wir haben sehr wenig Pfeile. Oder wir werden ja mal am Anfang einfach mal das Ding verwenden. So. Machen wir die drei Sachen auch hier hin. Dies können wir verkaufen. Also gehen wir mal nach Eschdale und schauen, was dort ist. Ja. Wir reisen an Bord. Hui. Okay. So, jetzt sind wir in Eschdale. Können wir die Karte benutzen? In Eschdale sind wir. Und wo ist Eschdale? Du befindest dich hier. Ah. Hier haben wir zum Beispiel ein Bergbaugebiet. Mag man nicht. Okay, dann ist es nicht diese Insel. Dann ist es diese Insel, dass das Tutorial ist. Okay, werden wir mal gehen. Hat sich wahrscheinlich das Böse wieder, ja, die Niederlage nicht annehmen wollen und hat uns hier angegriffen. Eine Pfütze aus klebrigen grünen Schleim. Okay, das ist nicht gut. Okay, es leckt ein bisschen. Ah, hier drin ist jemand. Wer sind Sie? Ich bin hier, um zu helfen. Oh, Saradomin, sei Dank. Was ist hier passiert? Wir wurden von diesen Kreaturen angegriffen. Furchtbaren, furchtbaren Kreaturen, wie aus einem Albtraum. Sie sind aus dem Nichts erschienen und bevor wir wussten, wie uns geschah, waren wir von ihnen umzingelt. Wir haben Barrikaden errichtet, aber die Kreaturen sind einfach drüber geklettert. Ich bin ihnen entkommen, indem ich mich auf den Dachboden versteckt habe, aber die anderen hatten nicht so viel Glück. Was ist mit den übrigen Einwohnern geschehen? Die Kreaturen haben sie verschleppt, aber ich weiß nicht wohin. Ich sehe immer noch vor mir, wie sie den armen Diogori weggezerrt haben. Oh, es war einfach schrecklich. Wo sind die Kreaturen jetzt?
Das weiß ich nicht. Ich habe nichts gesehen, wo sie hingegangen sind. Und ich habe mich nicht getraut, mein Versteck zu verlassen. Ich vermute, sie sind irgendwo unter der Insel verstecken, aber sicher bin mir nicht. Ah, dass sie sich irgendwo unter der Insel verstecken. Oder haben sie die Insel nicht verlassen? Was, so ganz alleine? Man braucht mehr als nur eine Person, um ein Schiff zu segeln, wissen Sie? Nein, alles, was ich tun konnte, war zu warten und zu hoffen, dass jemand kommen würde, um mir zu helfen. Und jetzt sind Sie hier. Ich muss zu anderen Ende der Insel gelangen. Sie können mich hier doch nicht einfach zurücklassen. Sie müssen mich in Sicherheit bringen. Ich muss die anderen Einwohner helfen. Aber ich verstehe. Wenn Sie ans andere Ende der Insel wollen, sollten Sie am besten die Kanalisation benutzen. Die Barrikaden würden es Ihnen erschweren, durch die Straßen zu kommen. Und Sie wollen nun wirklich nicht von den Kreaturen erwischt werden, während Sie gerade über einen Stapel Fässer klettern. Wenn Sie durch die Hintertür gehen, finden Sie draußen einen Eingang. Bitte, seien Sie vorsichtig und vergessen Sie mich nicht. Oh Gott. Das sieht schon mal schrecklich aus. Gehen wir also in die Kanalisation. Betreten. So, und jetzt. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier ist etwas Gelbes. Das ist eine Ratte. Dort ist ein Gegner. Greifen wir den mal an. Ein Schleim. Ah, rot ist kein Gegner. Das ist ein Item. Okay. Dann gehen wir mal hier nach oben. Da ist noch was. Ach, eine Kanalratte. Sieht nicht gerade gut aus. Ja, so ein bisschen unheimlich. Wie geht? Wie geht? Sappest du so? Angreifen. Der macht gar keinen Schaden. Oder ich weiche immer aus. Also Schild halt. Blocken. Jetzt kommt er auf mich zu. Und jetzt ist er tot. Komme ich die Pfeile wieder? Aufheben. Nehmen Bitterfisch. Ich bekomme die Pfeile nicht mehr über. Ich habe immer noch 16 Pfeile. Verbraucht man Pfeile? Ah, das sind die. Kann ich nämlich handhaben. Das sind. Die Pfeile werden hier angezeigt. Hier. Ja. Komisch. Ich habe aber nur 16. Wahrscheinlich verstärken die Pfeile nur oder so. Wir brauchen die Pfeile gar nicht. Oder wir haben sie wieder eingesammelt oder sonst irgendwas. Da komme ich da nicht so gut draus. Noch nicht so draus. Da RuneScape auch immer wieder umgebaut wird und so, also immer wieder verbessert wird, kann ich das nicht sagen. Ich habe schon 3-4 Jahre nicht mehr gespielt. Da war noch alles anders. Und ich habe ein Bild gesehen von 2008, da habe ich auch mal gespielt oder so. Also war es 2009. Vor allem war es dann noch ganz, ja, die Grafik war noch schrecklich. Also die Grafik hat am meisten, also wurde am besten bearbeitet. Und die Musik ist auch nicht schlecht geworden. Nicht dorthin gehen. Ach Gott, die Steuerung ist noch ein bisschen schrecklich. Die müssen sie auch mal bearbeiten. Vor allem die Wegfindung. Weil wenn ich jetzt irgendwo hinklicke, der geht nicht geradeaus. Das ist ein bisschen nervig. So, ach, den haben wir geschaffen. Wir haben nur ein bisschen viel Schaden bekommen. Neue Kampffähigkeit. Scharfschuss. Die Fertigkeiten. Aber ich brauche die Bogen. Fernkampf. Also Scharfschuss, Blitzschuss.
haben wir auch hier. Dann machen wir die doch zusammen. Dann machen wir doch die hier. Und Fertigkeiten. Ne, ich will hier Magie. Das ist Plage. Machen wir doch die Plage hier hin. Nein, einfach die Plage. Ach Gottchen. Ja, da bleibst du halt draußen. Ist mir egal. Ja, mit zum Beispiel können wir verzaubern. Knochen aus Bananen. Aha, wir können Bananen herstellen. Was ist das? Du verleihst Drachensteinschmuck magische Eigenschaften. Okay, schön. Ah, hier können wir teleportieren. Ja, das ist automatisch hier oben. Das müssen wir nicht nehmen. Aber zurück zum Inventar. Jetzt sind wir wieder geheilt. Nein, wir können aber uns ausruhen. Ich weiß nur nicht, wie es geht. Wir haben jetzt sicher irgendwo Emotions oder so. Es war immer hier oben das Ausruhen. Ausruhen. Okay, es ist immer noch hier oben. Wir werden unsere Lebensenergie hier unten mal ein bisschen aufsteigen. Aber irgendwie bekomme ich keine Lebensenergie. Doch jetzt. Es geht nur sehr langsam. Fünfhundertsiebenundzwanzig. Ja, das sollen wir lieber einen Fisch essen. Ja, okay. Wir werden jetzt einfach weitermachen. Wir essen die Bitterfische. Die bekommen wir ja. So. Jetzt haben wir fast voll wieder. Und jetzt kommen wir wieder raus. Aha. Sind wir also hinter der Blockade. Jetzt gehen wir zum Beispiel hier zur Kirche wieder. Hier ist nämlich irgendwo eine Kirche gewesen. Aber das habe ich ja nicht aufgenommen. Okay. Da zittert irgendwas. Ist die Kirche weg? Die war doch hier irgendwo. Ja, toll. Wir kommen schon viel Schaden. Also, wir halt nicht so viel aus, natürlich. Jetzt 6-6. Ja. Aua, der hat uns noch Schaden gehabt. Hallo. Gut, das geht schon besser. Aha, 141 Schaden mit dem guten Schuss. Stufenaufstieg 4. Wir haben 2 Stufenaufstiege bekommen. Nicht schlecht. So. Dann gehen wir mal hier nach oben. Und schauen, was hier drin ist. Was ist denn hier drin? Untersuchen Steinrosette. Eine dekorative Rosette aus Stein. Durchsuchen Tisch. Du findest eine Seite aus einem alten Tagebuch. Aha. Die lesen wir mal.
Nach der Vollendung meiner anfänglichen Skizze habe ich mir heute den Standort des Hauses näher angesehen. Es wird auf einer Anhöhe am südwestlichen Ende der Insel stehen, mit wunderbarem Ausblick auf die Umgebung. Die Anhöhe birgt zudem eine wahrlich interessante Besonderheit einer tiefen vertikalen Tunnel, der direkt im Netzwerk unterirdischer Höhlen führt. Ich habe mir nur einen kleinen Teil dieser Höhlen angesehen, aber es scheint, als würden sie sehr weit unter die Insel führen. Vielleicht werde ich sogar einen Eingang zu den Höhlen im Haus selbst integrieren, der die erste Kammer der Eröffnung vorweist, die direkt zum Meer führt. Wer weiß, wann diese einmal nützlich sein könnte. Okay. Ja. Zerstören. Okay. Inspizieren. Aha, ein Geheimgang. Ja, dafür ist die Rosette da. Okay. Hier können wir runtersteigen. Ja, bitte sehr. Gut. Ja, hier haben wir Gegner. Nicht nur einen. Oh, noch drei. Und den angreifen, bitte. Sehr schön. Und Doppelschuss. Wie heißt der? Ja, steht nicht. Gut. Fischi mitnehmen. Und wir haben einen Stufenaufstieg auf Stufe 5, 9. Untersuchen tote Schmuggler. Beim Durchsuchen des Leichnams findest du ein im Leder gebundenes Tagebuch. Jetzt finden wir alles nur Geschichten oder was? Lesen. Okay, es ist jetzt nicht so. Wichtig. Okay. Ja, die haben die Höhle gefunden und dann eine Kreatur verfolgt, die dann ins Meer verschwunden wurde und so. Also verschwunden, also sie ist verschwunden ins Meer. Und hier, was haben wir denn hier? Sieht nach einem Pumpgerät aus, vielleicht zum das Wasser auspumpen. Denke ich mal. Okay, hier haben wir eine Ding. Wir haben hier ein Außenrad eines Ventils. Das müssen wir wahrscheinlich hier rein tun. Oder verbinden. Innenrad eines Ventils und Pech. Nein, hätte ich nicht gedacht. Ach, ich weiß doch, wie das geht. So. Noch ein wenig Pech mitnehmen. Jetzt benutzen wir das Rad zum Beispiel hier. So. Du bringst das Ventilrad am Fass an. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich Pech zum Drehen. Aber nichts passiert. Pech benutzen mit Ventilrad. Nichts passiert. Benutzen. Pech mit Fass. Nichts passiert. Wenn wir hier drehen, alles nur untersuchen. Wir müssen hier entlang. Vielleicht müssen wir hier zuerst drehen. Ah, wir müssen es verkehrt herum machen. Wir müssen hier schauen, wo die Schläuche hingehen und dann so drehen, dass es dann bei der Tür hingeht. Okay, dann muss ich es halt hier machen. Aber das geht doch so irgendwie, oder? Ja, man muss immer dort machen, wo das Wasser ist.
Okay, dann folgen wir mal den Schläuchen. So, ja, hier kämen wir dann nicht weiter, wenn wir das Rad nicht ja, zusammengebaut haben. Ich möchte einfach nur hier, so geht das nicht, drehen. Kann man nach Doppelklick? Nein. Und jetzt geht die Tür auf. Oh. Wir müssen das flicken. Dafür ist wahrscheinlich das Pech da. Ja, ganz klar. Okay. Jetzt. Das habe ich gar nicht gesehen am Anfang. Und jetzt. Tür offen. Sehr schön. Das ist wirklich auch ein Adventure. Nicht gedacht. Oh, jetzt greifen uns zwei an. Komm schon. Nicht stunnen. Essen. Oh, wir bekommen einfach mal so viel Schaden. Ach komm schon. Das nervt also wirklich. Man kann nicht mal die Gegner aussuchen. Oh Mann, die machen viel Schaden. Und ich bin wieder gestunt. Jetzt, komm. 90 Schaden. 117 Schaden. Aber wir haben wieder einen Stufenaufstieg. Ja, halt ist Bogen nicht gerade die super Schadenswaffe. Da haben wir ein bisschen mehr Sch Ding. Also wenn wir jetzt umsteigen auf Ding, haben wir mehr Chance. Aber ich werde das noch nicht machen. Also wir haben wenig Pfeile. 125 Goldmünzen und ein ungeschliffener Saphir. Super. Ich wollte hier ins Ding schauen. Wir haben immer noch 16 Pfeile. Wir verbrauchen die gar nicht. Okay. Ja, aber bitte. Wir werden hier noch mit dem Ding für den Endboss von dieser Mission werden wir dann umswitchen. Weil es ist schon ein bisschen gefährlich mit dem Bogen. Vor allem, wenn wir noch so einen schlechten haben und wenig Levels. So, und was passiert jetzt? Ah, hier sind alle Leute gefangen. Aha, okay. Haben wir sonst hier noch was? Hier ist ein versunkenes Schiff. Hier wurden die Leute verschleppt. Okay, dann werden wir mal um switchen auf. Okay. Untersuchen kaputte Barriere. Sie ist in sich zusammengefallen. So. Wen haben wir hier? Ja, jetzt müssen wir den wieder töten, damit das weitergeht. So. Ah, und dann Hebel. Dann bedienen wir, töten wir den, der kommt jetzt nämlich. Eine mächtig krabbelnde Kreatur. Ah, das ist eine Falle. Das ist eine Falle gewesen. Okay. Dann können wir weiter. Oh, ich hatte Angst, dass die Falle wieder ausgelöst wird, aber die wird nur einmal ausgelöst und wird dann nicht mehr kommen. Okay. Jetzt haben wir nochmal so eine Kreatur. Hier haben wir auch nochmal einen Hebel. Komm, bedienen. Oh, das war aber knapp bei uns. Ja, und das ist jetzt so ein Rätselspiel. Zelda-like. Ich liebe Zelda-like Sachen. Und jetzt?
Okay, ja, der Hebel sehe ich jetzt gerade nicht. Wo ist der Hebel? Komm, schnell, schnell, schnell. Ich denke, man muss und darf nicht gesehen werden. Aber wo ist der Hebel? Ah, hier ist der Hebel. Bedienen, komm schnell. Okay, bei beiden sind die Stacheln rausgekommen. Gut. Haben wir das geschafft. Und jetzt müssen wir hier weiter. Die Fische müssen wir nicht aufnehmen. Sonst haben wir bald nichts mehr. So Ding. Untersuchen, toter. Was ist das? Schmuggel. So, was haben wir hier? Eine Kiste? Aha. Beim Durchsuchen 500 Goldmünzen und 3 ungeschliffene Saphir. Sehr schön. So, hier müssen wir irgendwo entlang und dort am Ding ist der Hebel. Hier können wir uns verstecken. Bedienen. Schnell, da kommt einer. Gut, wir haben es geschafft. Und die Barriere ist frei. So. Okay. Und jetzt? Hier ist also das Schiff. Okay. Die sind schon leichter, aber das Schwert macht auch nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Stufenaufstieg. Stufe 10. Neue Eisenleistzeug, Koboldrüstzeit, Athen, Heras-Schild. Heras-Schild. Und, komm, Finisher. Komm, Finisher. Wieso war das der Finisher? Das war aber kein guter Finisher. So, Essen. Nehmen. Essen. Und nehmen. So, durchsuchen Schatzkiste. Beim Durchsuchen der Schatztruhe findest du 132 Goldmünzen und ein ungeschliffener Smaragd. Ist hier auch noch was? Nö. Okay, jetzt müssen wir aufs Schiff. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Sieht nicht gerade gut aus. Sollte er der Endboss sein, oder was? Jetzt, was sollen wir machen? Einfach angreifen. Und dann ausweichen, wenn er Ding. Einfach mal angreifen. Okay, einen haben wir geschafft, aber wir haben noch Schaden bekommen. Was? Wir haben... Oh, der hat uns getroffen. Können wir nicht zwei einsetzen? Gut. Dann heilen. Der nächste. Oh.
Angreifen, hey. So, angreifen. Und dann, wenn er anfängt, dann. Okay, das stört ihm nicht, aber wir haben es geschafft. Die 3. So. Und jetzt kommt da wirklich der Gegner wahrscheinlich raus. Ja, sicher. Was ist denn das? Igitt. Angreifen. Oh Gott. Weg da. Macht der Schaden. Oh, das ist nicht leicht. Weg da, weg da. Ah, die Tentakel sind da, um. Hey, habt ihr das gesehen, wie der schlecht im Weg finden war? Ich hab niemals das nach oben Ding. Oh. Greif an. Wieso kann man das nicht direkt angreifen, das Vieh? Ja, sicher. Ich kann. Wieso rennst denn du nicht, wenn ich doch rennen will? Oh. Gott, Gott, das Kampfsystem ist wirklich grässlich. Das müssen sie unbedingt ausbauen. So, jetzt kann ich gleich wieder die stärkere Attacke einsetzen. Mir geht das Essen aus. Weg, abhauen. Ja, abhauen. Nein. Ich mach gar keinen Schaden. Jetzt hat's Schaden gemacht. Oh, 200 hab ich regeneriert. Gut. Sehr schön, haben wir das geschafft. Gut. Haben wir es besiegt. Wir sind der Krakentöter. Sie haben es geschafft. Sie haben sie gerettet. Ich hatte echt nie gedacht, dass ich meine Familie und Freunde je wieder sehen würde. Möge Saradomin sie beschützen. Kehren Sie jetzt zum Festland zurück? Nein. Ich kann jetzt einfach laufen. Ansprechen? Nein. Ich möchte untersuchen. Was kann ich denn hier machen? Wie komme ich dann rüber zu dieser Insel? Da runter wahrscheinlich kann man hier noch handeln. Ich denke, ich schau mal, was für Erze da unten sind. Ja, wir haben sehr viel Hunger gehabt im Kampf. Unsere Essensvorräte sind aufgebraucht.
Aber da komme ich gar nicht hin. Schauen wir mal auf die Map. Da ist das Erz. Diese Brücke ist auch lustig. So, also gehen wir mal zum Erz. Das muss hier entlang sein. Und dann irgendwo runter. Da. Ist das Erz. Kupfer und Zinn. Ja, das ist das gleiche. Da müssen wir jetzt wirklich nicht abbauen. Gehen wir zurück. Mit der muss man reden. Mit der Lucy. Ja. Super. Als Held gehen wir wieder zurück aufs Festland. Willkommen zurück, Junken, und herzlichen Glückwunsch. Klingt, als ob du ein ganz schönes Abenteuer hinter dir hast und diese Kreaturen waren die ganze Zeit unterhalb der Insel. Schon wenn ich darüber nachdenke, läuft es mir kalt den Rücken runter. Gibt es eine Belohnung? Gibt es eine Belohnung? Ja. Ach ja, ich hatte es fast vergessen. Hier, Jungchen. Du hast das Abenteuer Schatten und Ashdale abgeschlossen. Du hältst eins AP, also einen AP. Lampe mit 300 EP in Angriff, Lampe mit 300 EP in Stärke, Lampe mit 300 in Verteidigung, Lebenspunkte, 3 schwarze Perlen, 2 Schatzjägerschlüssel, Abenteuer 7 Punkte. Guck, ich gebe dir das Amulett der Kräfte. Gudrik gibt dir deinen Wegfinder-Umhang. Jetzt haben wir einen Umhang. Tragen. Der passt noch gut. Dann Amulett der Kräfte. Sehen wir das? Ja, wir sehen es. Super. Also da ist... Aufbrechen. Benutzen. Eine schwarze Perle. Ich weiß nicht, ich breche das noch nicht auf. Also wenn ihr wisst, was passiert, wenn man eine schwarze Perle aufbricht, dann dürft ihr das gerne sagen. Und hier. Die können wir eigentlich direkt benutzen. Reiben. 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 Und überall gibt es Feuerwerk. Und bis in Stufe 11. Das ist wahrscheinlich die Kampfstufe. Und jetzt sind wir Stufe 14. Ah nein, im Leben. Das Herz ist hinten dran. So. Wir gehen jetzt mal zum Lager. Ich weiß nicht, wo das Lager ist, aber das sollte ja auch dort oben sein. Und ja. Dann beende ich kurz die Aufnahme für den nächsten Part. Das könnte ich jetzt schon machen, mache ich es hier. Einfach ein bisschen hier stehen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis gleich.